Sein ganzes Leben lang schon folgt Thomas Dünser dem Ruf der Berge. Der Oberstdorfer ist einer der erfahrensten Bergführer der Alpen. Er macht sich auf den Weg zum Nebelhorn, einem Gipfel der Daumengruppe im Allgäu, knapp 2300 Meter hoch. Der 57-Jährige ist in den Bergen aufgewachsen. Er kennt ihre verführerischen Reize. Man bewegt sich in einem Grenzbereich zwischen großer Gefahr und unglaublich schöner Natur. Und dann ist natürlich das Spiel Natur-Mensch so markant, dass es um ein Bezwingen geht, um einen Kampf, einen inneren Kampf. Kann ich das? Und einen äußeren Kampf, wie die Umstände sind, wie komme ich mit diesen zurecht? Thomas Dünser lebt davon, Kletterer sicher auf den Gipfel zu führen. Sein Beruf ist für ihn eine Berufung. Wenn man einmal in diesem Metier zu Hause ist, dann möchte man das überhaupt nicht mehr lassen. Das ist so schön, das gibt einem so viele Ruhepunkte im Leben, dass man das einfach immer weiter genießen will. Von hier oben eröffnet sich eine Welt von 1000 Gipfeln. Doch die Schönheit der Landschaft ist trügerisch. Ihre Gefährlichkeit wird unterschätzt, vor allem von leichtsinnigen Touristen. Gefährlich ist es sicher nicht für denjenigen, der gut ausgebildet ist. Für die Laien, die eben mal schnell etwas unternehmen wollen, da kann es sogar tödliche Gefahren sein. Es ist eben der Unterschied, ob ich eine Sportart trainiere, sommers wie Winter, und das über Jahre und Jahrzehnte mache oder nur mal schnell unternehmen will. Es braucht eine gewisse Zeit, diese Erfahrung und dieses Wissen zu erwerben. Aber selbst dann kann es noch zu Unfällen kommen. Thomas Dünser hat es selbst erlebt. Am Schicksalsberg Matterhorn. Hier fanden schon viele den Tod. Wir waren am Matterhorn unterwegs. Am Gipfel war alles in Ordnung. Im Abstieg hat er mich mit seinem Gast überholt, weil er schneller war. Und oberhalb der Solberhütte, das ist eine Biwakhütte auf 4000 Meter, ist ein Standplatz. Wir nennen das die obere Mosliplatte. Und er hat seinen Gast abgelassen und ich höre noch, wie er sich erkundigt. Ist eigentlich alles okay? Stehst du sicher? Und der hat eben zur Antwort gegeben, yes, I am safe. In dem Moment hängt sich der Kollege aus und will das Seil an sich festbinden. Kriegt Zug plötzlich von unten und fällt vor meiner Nase, also einen halben Meter vor mir, frei weg. 30 Meter in die Tiefe. Und das mitzuerleben, man steht direkt vis-à-vis. Man weiß ja nicht, dass es passiert, sonst würde man noch halten. Das ist ein Riesenschock. Thomas Dünser macht sich auf, seinen Kameraden zu retten. Ich habe mich dann zum Unfallort abgelassen, um zu schauen, was los ist. Der japanische Gast war von meinem Kollegen war ziemlich verletzt. Und mein Kollege, der hatte Oberarmbruch, hatte einen Schädel verletzt und auch das Becken und den Oberschenkel verletzt. Beide haben überlebt. So viel Glück hat nicht jeder. Pro Jahr kommen allein in den Allgäuer Bergen 22 Menschen um. Aber aufhören wird Thomas Dünser nie. Ja, für mich als Mensch der Berge ist das Bergsteigen des Lebenselixier eigentlich schlechthin. Diese Glücksmomente, die dort ausgeschüttet werden, wenn man schwierige Sachen erreicht, große Gipfel bestiegen hat, durch Nordwände durch ist, Eisrouten geklettert hat, da kommt man sich vor wie ein Olympiasieger. Wer die Berge bezwingt, kommt dem Himmel ein Stückchen näher. Das mag der Grund sein, warum Menschen wie Thomas Dünser hier leben. Vor 2500 Jahren haben unsere Vorfahren begonnen, sich im Hochgebirge anzusiedeln. Mit bescheidenen Mitteln haben sie als Bauern dem Berg ihren Lebensunterhalt abgetrotzt. Und sie tun es bis heute. Ein Bergbauernhof in Oberstdorf. Wir sind zu Gast bei Maria Hornig und ihrem Enkel Tade. In einem Idyll, wie es Johanna Spiri für Heidi erdacht haben könnte. Aber es ist echt. Man sieht die Natur ganz anders. Man geht mit der Natur ganz anders um. Man achtet sie. Ich mag am meisten mit meiner Oma zusammenarbeiten.
weil ich von ihr immer was lernen kann. Weil die Hänge steil sind, können Maschinen nicht helfen. Wie seit Jahrhunderten wird die Wiese darum mit der Sense gemäht. Oma, bei mir geht es so schlecht. Warum ist das? Was? Ja, dann müssen wir wetzen. Du mal vorsichtig die Sense hoch und dann muss das ganze Gras weg, sauber weg. Jetzt gib mir deinen Wetzstuhl, dann zeige ich dir das einmal. So einfach, wie es aussieht, ist es nicht. Deshalb hat Maria auch viel Geduld mit ihrem Enkel. Er soll später einmal von ihrem Sohn den Hof übernehmen. Bis dahin muss er das bäuerliche Handwerk beherrschen. Schau mal hier, dass die Hand muss immer ober sein. Die darf auch Maria hat das einst lernen müssen. Vor fast 40 Jahren hat sie den Hof geerbt. Von Bauersleuten, die keine Kinder mehr hatten. Seitdem ist er ihr Lebensmittelpunkt. Ganz wichtig, dann innen. Dann noch mal außen. Ich habe meine Oma sehr gern, weil sie immer so nett zu mir ist. Ich lerne auch sehr viel von meiner Oma. Weil sie auch alles kann. Meist war Maria auf sich gestellt. Den Hof hat sie allein bewirtschaftet. Ihr Mann war Fernfahrer und weit weg von zu Hause. Das Leben ist sehr hart. Das muss ich schon sagen. Erstens, früh aufstehen, keinen freien Tag, keinen Samstag frei. Keinen Sonntag frei, also bei 365 Tagen keinen Tag frei. Die Stallarbeit muss zweimal gemacht werden, in der Früh und abends. Also man muss es muss von innen rauskommen. Also gezwungen darf da niemand werden. Ein Glück, dass ihr Enkel so gerne freiwillig anpackt. Damit scheint auch die Zukunft gesichert. Ein Bergbauernhof rentiert sich nur als Familienbetrieb. Und selbst dann brauchen die meisten noch einen Zusatzverdienst. Bei Maria ist das nicht anders. Ihr Sohn, der zurzeit den Hof führt, arbeitet außerdem noch bei der Gemeinde Oberstdorf. Für Tade ist das noch kein Thema. Er liebt den Hof. So, das gibt jetzt Kälble. Statt sich mit seinen Freunden zum Spielen zu treffen, hilft er lieber bei der Arbeit. So, da wird er jetzt schauen, wenn er ein Gras kriegt. Ich will Bergbauer werden, weil ich das einfach schön finde. Und die anderen, die haben fast jeden Tag Freizeit und ich muss immer was machen. Dafür sieht er andere Vorteile. Man ist halt viel mit den Bergen zusammen. Man erlebt jeden Tag was Neues. Er lernt auch den Umgang mit den Bienen. Maria ist im Allgäu als Bienenkönigin bekannt. 80 Völker sind auf dem Hof zu Hause. Sie liefern Honig und Pollen und sind eine wichtige Einkommensquelle. Schau, Tate, hier. Das sind die Waben, was die Oma im Winter immer reinigt. Aber dieses Blatt, was die Oma vordruckt, wer tut denn das einleerte? Das machst du und da ist Oma so stolz, dass du das schon machst. Und dann tun sie es ausbauen. Wenn es ausgebaut ist, dann kann die Königin gleich ihre Eier reinlegen. Honig, Milch, Butter und Käse. Von diesen Erzeugnissen lebt ein Bergbauernhof. Heute genauso wie früher. Die Landwirtschaft auf der Alm ist schwierig. Das Klima ist rau. Statt Acker gibt es nur Grünflächen. Getreideanbau ist unmöglich. Das Hauptstandbein ist die Viehzucht. Viel Geld kann man damit nicht verdienen. Zufrieden ist Maria Hornig trotzdem. Geld kann kein Mensch mitnehmen. Ganz im Gegenteil, wenn er Geld auf der Seite hat, dann hat er einen unruhigen Tod. Der letzte Akt der täglichen Routine. Oma und Enkel treiben am Abend die Kühe von der Weide in den Stall. Damit sind sie eine Weile beschäftigt. Die Tiere müssen erst einmal zusammengetrieben werden. Tade ist geschickt. Für Maria Hornig ist das sehr wichtig. Wir sehen, es geht weiter. Das ist mein Glücksgefühl. Es geht weiter, also unsere Arbeit ist belohnt worden. Und das ist unser Glücksgefühl. Nicht alle Bergbauern können ihren Nachwuchs dafür begeistern. Viele Höfe müssen aufgegeben werden, weil die Jungen sich lieber eine Arbeit im Tal oder in der Stadt suchen. Das ist für Tade, zumindest jetzt, gar kein Thema. Im Berg zu wohnen und dann Bergbauer werden. Das gefällt mir an meinem Leben gut. Das ist nicht nur ein Glück für seine Oma, auch für die Landschaft. Denn ohne die Bergbauern würden die Almen mit ihrer Artenvielfalt unter Dickicht verschwinden.
Ihr Leben ist hart, aber auch eng mit der Natur verbunden. Das prägt. Die meisten ein Leben lang. Selbst dann, wenn man im Showbusiness Karriere gemacht hat. Hansi Hinterseher. Volksmusikstar, Skiass, Tiroler. Der Bergbauernbub von der Seidelalm hat mit seinem Alpencharme viele Fans begeistert. Sein Geheimnis? Der Schlagerstar ist geerdet. Er hat seine Wurzeln nie vergessen. Eigentlich haben wir nichts gehabt, aber wir haben eigentlich alles gehabt. Und das war prägend in mein Leben. Prägend insofern, weil mein Großvater Sachen gelernt hat in meinem Leben, die ich einfach immer nur brauchen kann und die wichtig sind, die Werte haben. Und die haben wir, glaube ich, ja, einfach so nicht besser hätte lernen können. Bis heute wohnt der Vielbeschäftigte in seiner Heimat Kitzbühel. Er wollte nie wirklich weg, obwohl er gekonnt hätte. Sein Aufstieg zum Alpenpromi begann mit einem legendären Sieg. 25,69, neue beste Zwischenzeit. Schönes Umsteigen und Bestzeit, 54,15. 1974 gewinnt Hansi Hinterseher das Hahnenkammrennen und wird zum Star. 20 Jahre später startet er seine zweite Karriere in einem anderen Metier. Seine Markenzeichen? Die Liebe zur Heimat, Fröhlichkeit, Naturverbundenheit. Erbstücke aus seiner Kindheit, trotz bescheidener Startbedingungen. Ich bin ganz einfach aufgewachsen auf der Seidelalm. Ich bin einfach zu den Großeltern gekommen. Da habe ich mich wohlgefühlt auf den Hof rum. Das war einfach für mich ein Kindergarten, schön. Und besser kann man gar nicht aufwachsen. Und da bin ich gern geblieben. Und wie gesagt, meine Mutter kenne ich nicht, aber mein Vater war da. Und die Großeltern, das war für mich das Schönste, was es gegeben hat, und bei meiner Tante. Man hat einfach mit der Natur viel mehr gelebt. Und das sind natürlich Sachen, die prägend gewesen sind, die wunderbar waren. Tirol gibt's nur einmal auf unserer Welt. Denn da hat der Herrgott sein Platz an sich gestellt. Wenn es zum Holzhacken war, ich habe ihm natürlich geholfen und ich war stolz, dass ich einen Hacken gehabt habe und wollte diese Holztrümmer sofort zerkleinern in schnellster Arbeit. Nicht? Und mein Großvater hat das natürlich in einen Rhythmus gemacht, mit einem Ansetzen von einem Keil und dann draufgehauen und bumm, ist der auseinandergegangen. Und ich als junger Spross wollte hin und dang, dang, dang und habe mich natürlich da total vertan in der Arbeit und habe